Was geht ab, jetzt zurück zu Let's Play Just Cause. Yay! Also eigentlich Eroberung Just Cause, aber das hat sich ja viel geändert in letzter Zeit. So, ganz frisch, ganz neu gab es ein Update von Just Cause. Da gab es irgendwie eine Erweiterung. Die sieht man jetzt hier leider nicht. Oder? Nee, die sieht man jetzt leider nicht. Ist irgendwas mit Ermech und keine Ahnung. Und also irgendwie Land, See und Erweiterung. Und da gab es auch noch Waffen und alles. Gucken, ob wir vielleicht irgendwas Neues finden. Ich habe mich damit überhaupt nicht beschäftigt. Hat man neulich mal gesehen, da war ja ein Update. Ist das neu? Boom, eine Insel. Ich glaube, die ist neu, oder? Was haben wir denn noch so Neues? Sonst sehen wir nichts Neues. Da gibt es halt noch irgendwie noch anderes neues Zeug vielleicht. Mal gucken, hier oben in der Mods. Kapazität. Ich dachte, da gab es noch irgendeine neue Waffe, irgendwie Gravitationswaffe oder so. Na, könnt ihr mal erzählen, was da Neues ist. Das wär mal interessant. Kannst du mal nochmal genau nachlesen, was es da Feines gab. Da müssen wir unbedingt noch ein paar mehr hier freischalten. Das wäre mal cool. Naja, auf jeden Fall machen wir erstmal normal weiter mit unserem Let's Play. Haben wir ein feines Bötchen. Und suchen uns eine feine Insel. Oder ein Teilstück. Hier, wie viel ist denn hier noch? 4 von 7. Haben wir das schon befreit? Ja. Hä, 4 von 7? Echt? Sollten ja noch alles sein. Das hier ist noch da. Warte. Nee, das ist blau. Ist auch blau. Ist auch blau. Ist auch blau. Hä, wo sind denn hier noch 7? Ja. Fahren wir erstmal darüber irgendwie. Mit unserem feinen Boot. Ja, ich informiere mich mal vielleicht bis nächste Woche. Ach nee, nächste Woche kommt gar keine Just Cause Folge. Bis übernächste Woche vielleicht mal, was da neu ist. Das wäre mal ganz interessant zu wissen. Mein Update, das war ja gar nicht so klein. Ich glaube fast 1 GB. Oder so. Da könnte ja schon mal was dabei sein. Ist das geil, das Boot? Bin ich schon jemals Boot gefahren? Ich glaube nicht. Alter Schwede. Das haut schon rein, Junge. Oh, da sinken die FPS so. Wir treten in der Provinz Massos. Ist nicht eingetragen? Ne, das ist... Ach ne, das ist eine andere Provinz. Okay, Provinz ist so ein ganzer Teilabschnitt. Braucht man ja, ne? Vielleicht kann man hier reinfahren und mal sehen noch irgendwas. Oben ist ein Heliplatz. Sieht auf jeden Fall immer noch schön aus. Juhu! Huch! 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 So, schnell umdrehen. Hoppala. So. Wie drehen wir das jetzt am besten um? Wir schwimmen mal drauf. Moment. Ich bin mal gerade keine drauf. Okay. Halt. Nee. Du gehst schön da hoch. Du gehst schön nach oben. Scheiße. Ich probiere es mal von außerhalb. Das geht vielleicht besser. Nein, du sollst... Scheiße. Wenn das jetzt so geht, geht's auch. Okay, also das hat jetzt schon mal umgedreht. Gut. Nur das wollte ich ja eigentlich. Ah, sehr gut. So dreht man ein Boot um. Haben wir das hier unten schon befreit? Ja, eigentlich schon, ne? Ja, sieht blau aus. So ein Scheißboot hier, das Performer. Krass. Fährt noch weiter. Ist echt ein cooles Boot, du.
So, wir müssen nach Vignaletta. Ich weiß jetzt nicht, wo danach die anderen drei Provinzen sein sollen. Also, die anderen zwei, das sind ja 5 von 7. Das ist jetzt wieder das Teil, ja. Da können wir ja anlegen eigentlich. Ist das cool hier, hä? Ich will mal kurz ins Wasser gucken, vielleicht finden wir dann auch. Vielleicht gibt's im Wasser auch mal so ein paar mystische Abenteuer, ne. Ein paar Sehenswürdigkeiten. Wie so eine Alge, Alter. Das wäre doch mal ein geiles Thumbnail, oder? So? Ah, geil. Ja, ich muss wieder hoch. Das war aber knapp, du. Kann man die Fähigkeit verbessern? Oder bist du nicht lernfähig? Ich wollte mal Motorrad fahren. Gibt's leider keins. Flieg mal Heli. Steht ja gerade so rum. Jo. Steig ein. Haben wir noch markiert, ja, darüber. Achso, mit der Kamera kann ich gar nicht gucken. Bin gerade noch in anderen Spielen. Das er ging. Ne, Waffen habe ich auch nicht. Würde ich sagen, wir landen da so rechts auf dem Hügel. Oder vielleicht bei der Statue. Sieht ganz gut aus. Wir haben jetzt gerade nichts verbrochen. Sind ja Feinde. Ja. Landen wir halt drauf. So. Passiert. Was ist denn hier die Hölle los? Ich bin hier nur mit dem Heli gelandet. Ja, Krogen, ist gut. Jetzt kann man das Ding. Warum ist denn das so weit außerhalb? Das Ziel ist immer noch da draußen. Finde die. Ich dachte, das ist einfach eine normale Statue. Nee, da ist das hier. Huch! Ja, warum nicht? Wir haben hier unten. Verstanden. Verstärkung ist unterwegs. Warte mal. Das wollen wir ordentlich machen. Wenn, dann ordentlich. Ach, Explosionen sind immer schön, hä? Icke hat das Spiel auch? Aha. Der Berliner hat das Spiel auch, bin ich. Berliner, wer ihn kennt, ist aus Stars One bekannt. Was bei uns ja nicht so krass geguckt wird. Sturm? Ja, oh, ich denke doch. Ja, fein, können wir wieder hier ein paar Gegner befreien? Gegner sage ich schon, Gefangene. Verstärkung ist unterwegs. Ist das das so neue? Geil. Huch! Was war das denn? Hallo. Ja, nicht sterben hier, das ist unter Beschuss. Hä, wo kam das denn jetzt her? What the fuck? Na, euch befreien, hä? Alles klar. Ja, ist trotzdem noch ein Verbrecher, ne? Nur mal so. Strafe muss sein. Achso, der ist tot. Ja, Gerechtigkeit muss schon sein. Ich will jetzt ja niemanden bevorteiligen oder benachteiligen oder diskriminieren. Das so weit gehen wir nicht. So. Aktivieren. Na, wir wollen noch ein paar sterben. Müssen die eigentlich immer das. Müssen die eigentlich immer direkt auf mich schießen? Können die mal ein bisschen friedlich agieren irgendwie? Das wäre doch mal schöner. Ich mach da hier noch ein bisschen kaputt. Passiert. Hier passiert doch gar nichts. Brauchen dann immer so ausrasten, ja. Ey, ich bin ja ganz ruhig, ich will nur mit denen reden. Jetzt schicken die noch einen Helikopter. Guck mal, ich bin dich noch ein bisschen was an. Huch! Oh, Alter! Selbst mit dem Helikopter wollen die mich schon abschießen, Kamikaze-mäßig. Das ist doch eine süße Waffe.
Ihr aber auch, ja. Huch. Zusätzliche Bodentruppen sind schon unterwegs dort. Ey, das Auto sieht richtig geil aus. Er hat eine Waffe. Na komm, mal oben sind noch ein paar. Schießt du eigentlich gerade drauf? Hallo? Da sind noch Gegner ab und zu. Vor dir, neben dir, keine Ahnung. Überall. Na, ich nehme jetzt das Auto. Das sieht echt cool aus. Was ist denn mit dem passiert? An alle Einheiten. Oh! Finde den Rebellen. Fett. Verfolgung aufnehmen. Nice! Nein! Ich meine, nicht wegfahren. Mein Auto! Alter, fährt das geil. Wir haben ihn verloren. Entkommen. Zurück auf eure Posten. Was? Pass doch mal auf, wie du fährst, Junge. Das ist eine Leiche, Achtung, nicht drüberfahren. Da muss ich mir mal merken, wo das Auto steht. Merkt ihr mal, wo wir geparkt haben, so. Was? Was? Ich? Bring ich hier Leute um? Nee. Oh. Oh. Was war denn? Oh. Huch. Der ist ja doch gefährlich, hä? Eieieiei. Das hätten wir gar nicht gedacht. Nur nicht die halbe andere Insel eingenommen, ne? Wie viele Plakate haben wir denn? Zwei, okay. Was ist jetzt los? Wir befreien euch. Immer dankbar, nee. Was ist denn jetzt los? Alter, ich befreie euch. Denkst du, das geht mit Blumen? Friede, Feuer, Eierkuchen. Alle Einheiten in Alarmbereitschaft. Sichtkontakt wiederherstellen. Guck mal, ich schieße jetzt nur eine Fahne. Wo denn hin? Lauf zu mir hin, vielleicht. Ziel ist auf der Flucht. Fliegen Sie weiter, Rico. Hier gibt's nichts zu sehen. Fliegen Sie weiter, Rico. Alles klar. So, wir haben eine Werkstatt, glaube ich. Heißt, wir könnten mal. Feuerwerk nur von mir. Hier habe ich das Police Car. Das ist irgendwie cool. Steig ein. Champions. Oh, fährt das für. Was? Was? Wie geil ist der denn weggeflogen? Gelb. Ja, passt. So, wenn man GTA nicht mag, dann mag man das auch nicht. Das ist ein geiler Ersatz zu GTA eigentlich. Mit Haken. GTA mit Haken. Gute Idee. Ach, scheiße. Das mit einparken klappt nicht so. Och, warum denn? Das ist voll das geile Auto. Meine Fresse. So eine Schlampe. Ein Motorrad. Danke. Wie freundlich. Das ist noch ein geileres Motorrad. Ah. Rausgefunden mit Steuerung. Boah, dürfte das geil. Ich nehme das Motorrad. Danke, dass du es mir zur Verfügung stellst. Ja, dann mach ich es halt ein bisschen radikaler. Danke. Alter. Ich sagte danke. Ah, Mann. Ah. Fall doch mal runter. Ne, wo fährst du jetzt hin? Ne. Boah. Das ist eine Verfolgungsjagd. Ach, ich kann ja auch schießen. Na. Danke. Ja, da müssen wir halt mal drastische Maßnahmen ergreifen. Tut mir leid. Ist halt ein schönes Motorrad, du. Ah, geil. Nein. Huch. Huch. 122 Meter.
Da haben wir doch alle Rekorde gewonnen. Wir haben eine Geisel auf dem Rücksitz. Übernimm den Wagen und bring sie in Sicherheit, Rico. Nee, kein Bock. Ach, warten wir so langsam, seid ihr behindert? Aua! Was? Was? Was war das denn? Was war das denn? Ah, lauf, Stimme zurück, schützen. Verstanden. Wir schicken zusätzliche Einheiten. Was zur Hölle? Ich werd nicht mehr. Was war das denn? Ach du Scheiße. Hey, ist das. Müsst ihr mir sagen, das Motorrad ist explodiert? Und da. Hat es einfach die Leute entschärft. Und den halben Wagen. So schnell explodiert ein Motorrad. Oh, guck mal, ich habe einen Quad gefunden. Ziel hat das Gebiet verlassen. Danke, Rico. Bitte. Jetzt werde ich besonders am Ende sein. Schaffst du das auch? Na, warum nicht? Das ist aber ein schönes Auto. Nee, das will ich eigentlich auch nicht. Ich will eigentlich das Quad haben. Das ist ja alles finden, ne? Das Quad kann man doch bestimmt auch mal rein. Abspeichern, ne? Mal auf zwei Rädern fahren. Naja. Oh, das klingt aber geil, du. Huch. Hoppala. Tiefgarage. Ist das wirklich Tiefgarage? Wird gescannt. Ah, geil. Fahrzeug ausgeschlachtet. Autostrad. Kletterer. 300. Aha. Warum nicht? Komm, eine Nonne mit einem Moped. Alles klar. Ich glaube, ich habe alles gesehen. Das ist eigentlich meine Stadt. Die ist so geil, die Stadt. Habt ihr schon gewusst, dass ich eigentlich so italienische Städte liebe? Könnte ich mir den ganzen Tag angucken. Ganzen geilen Nonnen hier. Hören Sie auf, das ist gefährlich. Ja, Entschuldigung. Ach, ein Tourist! Ein Tourist! Dich wird niemand vermissen! Ah! Tschüssi! Oh, hängst du fest? Ja, mit Haken. Ich glaube, die will erstmal schlafen. Entschuldigung, ich hänge sie mal zum Schlafen auf. Vielleicht wollen sie ja trocknen oder so. Hey, was machen Sie da? So, ich habe ihm wieder auf die Beine geholfen, okay? Hallo Nonne, ich will mal wissen, wie es unter deinem Rock aussieht. Ist das möglich? Nee, du hängst irgendwie falsch rum. Das missfällt mir gerade. Ja, blut doch immer nicht so viel. Das macht mir Angst. So, und? Wie sieht's da drunter aus? Oh, die Hölle. Ja, die hat doch noch Unterhosen an. Ja, dann lass man dich halt runter. Entschuldigung. Lebst du noch? Danke. Warum hast du eine Waffe? Was machst du da? Warum hast du eine Waffe? Bist du behindert? Gehörst du zu Widerstand oder was? Hey, lass das. Ne, du hast eine Waffe, Junge. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Dealt ja hier mit Waffen. Guck mal, meine normale Bevölkerung wie der wird in Versuchung gebracht. Ist alles klar mit dir? Du hängst da so kopfüber. Das ist schon lustig. Aber lebst du nicht mehr? Ja, eigentlich wollte ich das nicht, weil der ist voll nett. Warte, das kriegt man noch hin. Das ist eigentlich voll böse, was ich hier mache. No. Willst du mal eine Leiche auf deinen Schoß legen? Hast du einen Fuß im Gesicht? Soll ich ihn wegmachen? Das ist eigentlich voll böse, oder? Guck mal. Der hat einen Fuß im Gesicht. Und der ist tot. Leckerer Fuß. Das sieht aus wie so ein Zombie, der gerade Fuß frisst. Oder? Guck dir das mal an. Lecker Fuß. Fuß. Ey. What the fuck? Entschuldigung. Lebst du noch? Bitte. Oh nee, der ist auch noch tot. Das tut mir jetzt gerade irgendwie voll leid. Ich will jetzt eigentlich nie alle umbringen.
will eigentlich nur mit dir Spaß haben. Meine Mutter hat mir erzählt, dass sie ihr neulich geholfen haben. Nicht auszudenken, was hätte passieren können, wenn sie nicht dort gewesen wären. Ja, irgendwie. Ich glaube, ihr liebt euch. Ich helfe mal nach, okay? Könnt ihr jetzt so aufstehen? Achso, ihr habt da jetzt Probleme. Ja, Entschuldigung. Warum rennst du? Ich glaube, du hast was zu verbergen. Officer, ich glaube, da ist ein Ladendieb. Da ist weggerannt. Ach, ich bin ja gemein. Die armen Nonnen, ey. Ich glaube, ich sammle hier ganz viel schlechtes Karma. Ach nee, ich bin Atheist. Bitte. Ich glaube, die mochten die Nonnen nicht. Die Nonnen, die waren eigentlich so verdeckte Chinesen. Ah nee, warum Chinesen? Keine Ahnung, irgendwelche verdeckten Bösen abliefern. Was? Wo denn hin? Ja, dann machen wir das doch mal. Dann liefern wir das ab. Why not? Hier, ich hab Vorfahrt. In jedem Fall. Auch wenn ich über dir bin. Was zur Hölle? Das ist eigentlich ein schönes Auto. Also, es war. Ja. Tschüssi. Hab ich keine Hupe? Ei, Entschuldigung. Ich hab keine gesehen. Ist so dunkel hier. Ei! Oh! Alter, braucht er lange zum Bremsen. Hä, wo ist denn der jetzt hergekommen? Mal kurz den Mord untersuchen. Eine Leiche aus dem Nix. Was ist denn hier los heute? Eine Leiche aus dem Nix. Ach, das ist gerade so geil irgendwie. Was hier alles passiert? Ich weiß gar nicht, wie ich die Folge nennen soll. Die überkrasse Folge oder so. Da ist schon wieder so viel krasses Zeug passiert. Alter, die Kurve. Die Kurve. Übergabepunkt. 1,3 Kilometer. Boah, das hat so eine scheiß Lenkung. Fährt noch 100 Meter Kurve. Im Visier der Obrigkeit. Aha. Kurve! Drehen, kurbeln, Entschuldigung. Achso, ich kann gar keine Hupen, kann keine Lichter machen. Oh, ist ja langweilig. Ich hoffe mal, die Brücke wird jetzt nicht gesprengt. Das wäre schon scheiße. Also, hätte ich gerade gehofft, das wäre cool gewesen. Hallo. Ich muss da kurz was abliefern hier. Warum ist das hier so gut bewacht? Was soll denn das? Übergabepunkt. Aussteigen. Aha. Du warst gut, aber ich war besser. Signalleuchtfackel. Was gibt's denn hier oben? Ist hier noch ein Dörflein? Also schon die nächste Region. Mit der wollen wir noch gar nichts zu tun haben. Tschüssi, die. Mit euch wollen wir nichts zu tun haben. Ei, huch. Das war jetzt schon knapp. Er hat auch schon ein Herzklopfen bekommen. Er war verliebt in die Brücke. Ja, nicht die Brücke gleich kaputt machen. Jetzt geht's wohl los hier. Verbrennt eure... Was? Gab's denn eine Bewerbung? Verbrennt eure... was kommt denn hier auf Pro7? Mensch. Wer ist das denn? Hä, wer ist das denn? Halt. Ich muss mal kurz aufhören. Da läuft gerade was Geiles. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Euer Carsten. Euer Notkaller Carsten. Tschüssi.